Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, wir haben eine recht gute Zeit erwischt, so wie es aussieht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wir könnten auch noch mal die Ernte ein bisschen reinholen, aber da wir jetzt nicht so die Zeit haben, na komm, da wir jetzt nicht so die Zeit haben, uns jetzt darum zu kümmern, hier alles zu gießen, würde ich sagen, holen wir nur mal kurz die Ernte rein. Und das Gießen mache ich dann in der Nacht. So. Es irritiert mich immer, dass das hier so am Zischen ist, irgendwie. Weil ich dann immer denke, ich könnte hier irgendetwas anderes einsortieren. Nicht einsortieren. Abernten. So. So, ist wieder einiges weggegangen. Oha, oha. Ich glaube, so viele haben wir jetzt gar nicht neu. Aber darum sollten wir uns auf jeden Fall noch mal kurz kümmern. 4 Stück haben wir jetzt gerade mal neu. Dann machen wir noch mal 8 dazu. Und dann müssen wir gucken. Moment, das sind 4, 5, 6, 7, 8. Dann würde eins übrig bleiben. Na gut, dann machen wir noch mal eins dazu. Das war ein bisschen blöd, aber naja. Kartoffelsamen. Kartoffelsamen. Haben wir? Ne, wir haben gar keine Kartoffeln. Ne? Kann ich erst wieder machen, wenn wir tatsächlich wieder was geerntet haben. Okay, das mache ich aber nicht jetzt. Normalerweise würde ich das immer morgens machen. Aber wir haben nicht so viel Zeit, bis es wieder dunkel wird. Er hat ein neues, ja, Rezept, schreiben die immer, ne? Er hat einen neuen Entwurf da. Ach so, halt. Wollte die Sachen doch verkaufen. Wobei, die können wir eigentlich auch direkt in der Stadt verkaufen, oder? Das geht schneller. Weil, wo laufe ich denn jetzt schon wieder gegen? Weil, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben schon wieder unheimlich spät. Wir haben gerade eben mit 2 Uhr, glaube ich, gestartet. Und jetzt haben wir schon wieder 3:30. Und eigentlich überhaupt gar nichts gemacht, muss man ja auch dazu sagen. Also, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier verfliegt. Man hat zu nichts Zeit. Man hat mit 3 Leuten gesprochen, dann ist schon wieder der Tag vorbei, so ungefähr. Gut, ist ein bisschen überspitzt jetzt natürlich, ne? Das ist klar. So, dann schauen wir mal bei Zeki, dass wir die Sachen verkaufen, damit wir da sofort das Geld von bekommen. Da hatte ich auch noch 2 drin, sehe ich gerade. Das ist gut, das ist sehr gut. Wir müssen für ihn übrigens auch noch einen Badru, glaube ich, haben wir noch nicht gefragt, oder? Hallo? Hallo, ich will How are mit dir your crops reden. doing? Du siehst heute aber chicorée aus. Ach, vielleicht sollte ich die Kirsche lieber im Dorf lassen. Möchtest du einen Flyer? Huh? Glaubst du, ich kann mir Zekis geheime, supertreue Sammlerstücke leisten? Nö, weil es ist total überteuert. Ich kann mir doch schon seinen Dünger kaum leisten. Und das kommt von meinem eigenen Ormus. Tja, ich krieg immer Kopfschmerzen, wenn ich einen ganzen Tag Getreide gedroschen habe. Ich nenne sie mein Kornkopfschmerzen. Okay. Was meine Frau mag. Naja, ich weiß, dass sie gerne andere Leute glücklich macht. Und was mich jetzt glücklich machen würde, wäre eine schön zarte Regenbogenforelle. Call me an orange, 'cause I'll see you Das around. ist toll. Jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Ach so, das war das mit dem Kuchen. Ach so, genau. Wir müssen noch irgendetwas von ihm kaufen. Ich würde sagen, dass wir einfach das Kleinste kaufen. Keine Ahnung. Anything fun going on? Warum rede ich jetzt mit dir? Normalerweise, wenn ich von dieser Seite hier stehe, kann ich gar nicht mit dir reden. Rev sagt, du kochst gut, dass er sich vielleicht bald einen Job suchen muss. Wenn Sie einmal Zutaten brauchen, verkaufe ich hier eine große Auswahl an Kochzubehör, darunter auch Dinge wie Mehl und Milch, die Sie sonst nirgendwo bekommen können. Hast du irgendwelche Fernrohre zu verkaufen? Lass mich mal meinen Lagerbestand durchsehen. Hier habe ich ein Stethoskop, ein Periskop, ein Gyroskop, was ist das denn? Und ein Kaleidoskop, aber die Fernrohre sind mir leider ausgegangen. Du solltest nach Bahari gehen und mit Najuma sprechen. Ich erinnere mich, dass sie ein paar Materialien gekauft hat, um ihre eigenen zu machen. Ah, sehr gut. Dankeschön für den Tipp. Können wir jetzt auch. Okay, wir können jetzt hier einfach mal was kaufen.
So, er hat jetzt so nichts. Ja gut, das Einzige, was mich noch interessieren würde, ist natürlich teuer. Wenn ich mir schon was kaufe, dann irgendwas, was ich sonst normalerweise nicht bekomme, ne? Ich kaufe mal so ein Ei. Das ist nicht so teuer und das bekomme ich normalerweise nicht. So, zurück zu Zeki. Jetzt stelle ich mich mal hier... Okay, ich stelle mich nicht hier drauf, weil das verbuggt ist. Sonst konnte man immer rüberlaufen. Danke, Menschi. Ich versichere dir, der Gewinn kommt einen guten Zweck zu. Mir. Remember, ja. Habe ich doch gerne gemacht. Hust, hust. So, was haben wir denn noch? Moment, wir müssen einmal... Ach so, mit ihr müssen wir noch reden. Genau, mit der Tochter. Im Namen der Mutter müssen wir die noch anquatschen. Im Namen der Mutter, wie sich das anhört. Bleib stehen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche interessanten Gerüchte gehört? Deine Mutter hat mich zu dir geschickt. Ich soll mit dir reden. Oh, das sollte gut sein, wenn sie jemand anderen schickt, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Was ist es? Sie ist sauer wegen des Tafelsilbers? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hat sie was von Tafelsilber gesagt? Nee, die redet doch eigentlich immer nur davon, dass sie rebelliert, oder nicht? Ja, ich sag mal rebellieren. Das tut sie was? Ich frage mich, worum es dieses Mal geht. Habe ich mir die Haare zu kurz geschnitten? Oh, vielleicht bin ich zu lange weggeblieben. Nein, weißt du was? Ich wette, es war die Gabel. Ich wusste, das würde sie verrückt machen. Ach doch, Tafelsilber, okay. Peinlich, Igitt. Tut mir leid. Ich weiß, ich klinge wie ein total verwöhntes, reiches Mädchen. Manche Leute haben echte Probleme und ich streite mich mit meiner Mutter. Ja, das kennen wir doch alle. Es scheint einfach nicht wirklich fair zu sein, dass sie über alles in meinem Leben entscheidet. Schätzchen, das ist nur so lange, bis du 18 bist. Sie hat mich unter Druck gesetzt, meinen Weg zu erklären. Anscheinend bin ich zu alt, um mein Leben noch zu ergründen. Ja, das ist eine gute Frage. Warum hat sie sich denn noch nicht gemeldet? Weil sie noch unentschlossen ist, nehme ich mal an. Aber nein, denn ich weiß noch nicht, was ich will. Wenn es nach meiner Mutter ginge, würde ich in die Politik gehen. Aber das würde mich unglücklich machen. Ist es zu viel verlangt, mit der Sache glücklich zu werden, die ich für den Rest meines Lebens tun werde? Vielleicht kann ich helfen. Good. Weißt du, ich fand schon immer, dass Gartenarbeit irgendwie Spaß macht. Nayo wirkt nach einem Arbeitstag immer so glücklich. Vielleicht könnte das mein Weg sein. Aber ich habe keine Samen oder irgendetwas, um es auszuprobieren. Könntest du mir etwas bringen? Ich werde es dir sicher zurückzahlen. Weißt du, du bist wahrscheinlich einer der wenigen coolen Leute, die im Rathaus vorbeischauen. Ich meine, die meisten Leute wollen nur alte Akten einsehen oder Genehmigungen für bestimmte Dinge einholen. Kann ich nicht übersetzen. Irgendwas mit Outro. Ja, ich hab Samen, aber leider nur die... Leider nur die, die ich eigentlich brauche. Ich mach das gerne später mal, wenn ich andere Samen habe. Kenley! Oh je, Mini, wo ist nur mein Sandwich hin? Och, nicht schon wieder. Weißt du, eigentlich wollte ich nie Bürgermeister werden, aber mein Vater bestand darauf, dass das meine Pflicht sei. Dazu musst du wissen, dass unsere Familie bereits seit Generationen die Ehre hat, uns um das Wohl der Bürger der Bahari-Provinz zu kümmern. Als mein Vater beschloss, meiner jüngeren Schwester den Herzoginnentitel zu verliehen, naja, da musste er mir irgendetwas zu tun geben und er dachte, dass ich die Rolle eines Dorfbürgermeisters ausfüllen könnte. Goodbye. Irgendwas zu tun, so. Schauen wir mal kurz, wie viel habe ich? Ach, ich habe erst 16, okay. Das reicht, glaube ich, noch nicht so ganz aus. Ach so, das war abends 6 Uhr oder was habe ich jetzt hier eben gehört? Ne, Moment, wo laufe ich denn eigentlich hin? Ich muss mit der, die ist aber jetzt nicht zufälligerweise hier, oder? Ich sehe sie zumindest nicht. Jell.
Oh, dass die immer so... Ach nee, das ist ein Einzelner. Aber dass die immer so beieinander stehen müssen hier. Aber ich glaube, die ist nicht hier. Oh, Moment. Einer hat auch noch was für uns. Dann mache ich das mal eben schnell, weil da bin ich ja relativ schnell jetzt. Ich hoffe, dass ich dann noch mit der anderen sprechen kann. Eigentlich ist das doof. Eigentlich hätte ich erst zu der anderen laufen müssen. Weil einer nachts ja auch auf ist. Oder halt sehr lange zumindest auf ist. Aber naja, gut, jetzt haben wir nur noch unter 150 Meter. Mal gucken. Außerdem haben wir noch ein Steinchen. Und es sind schon wieder mindestens 2 reale Tage vergangen, seitdem wir hier waren. Und zwischendurch immer wieder nachgefragt haben. Mal schauen. Aber wir dürfen schon wieder nichts. Ja. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also es sind mindestens 2 reale Tage vergangen. Aber ich darf ihm immer noch kein neues Steinchen geben. Heute fühlen... Nee. Heute fühlen sich meine Emotionen wie ein Fluss aus Freude und Apathie an. Ich habe ein höchst faszinierendes Steinchen gefunden. Ach, man darf denen kein Steinchen schenken, wenn er selbst eins gefunden hat. Aber meine widersprüchlichen Einzigkeiten lösen in mir einen Zwiespalt aus. Um dieses Steinchen in meine Höhle zu den anderen faszinierenden Steinchen zu bringen, müsste ich mein geliebtes Angeln unterbrechen. Wie komme ich aus dieser Zwickmühle bloß heraus? Nach langem Nachdenken habe ich eine Lösung gefunden. Könntest du vielleicht den Kieselstein an meiner Stelle liefern? Wenn du schon dabei bist, könntest du vielleicht den Namen des ersten Fisches herausfinden, den ich je gefangen habe? Ich glaube, ihr Name steht im Angeltagebuch meines Schöpfers, im Eintrag des 12. Tages. Okay, 12. Tag, Tagebuch. Viele Palianer halten die Phönix-Schweiffälle zu dieser Jahreszeit für ästhetisch ansprechend. Sie sagen, der Wasserfall sieht wie Feuer aus. Ich denke, es sieht aus wie Wasser, das beleuchtet wird, um den Teil des Lichtspektrums zu reflektieren, den sie als orange betrachten. Hatte er noch irgendwas, was ich... Nee, hatte nichts mehr. Ach, Moment, jetzt darf ich ihm was geben. Ah. Die Farbe dieses Steinchens ist sehr beruhigend. Ich ertappe mich dabei, wie ich anfange zu meditieren, wenn ich ihn lange genug ansehe. We must repeat this experience. Sehr schön. So, jetzt müssen wir aber trotzdem zu ihm nach Hause. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zu spät ankommen, sodass ich mit der einen nicht mehr sprechen kann. Wo ist das denn jetzt hier? Moment, 100... Da waren wir schon mal, ne? Da sind wir irgendwie von außen, glaube ich, mal rangelaufen. Ist das da oben? Nee. Ist auf der anderen Seite, wenn, oder? Ah, nee, hier. Oder? Ist das denn? Ja, Einers Höhle. Ja, sieht irgendwie gemütlich aus. Wieso ist hier ein Schild, dass man hier Fische fangen kann? Kann ich bei einer Fische fangen? Ich glaube eher nicht, oder? Auf jeden Fall hat er was zum Beten hier. Mal schauen. Ah. Klassisches Forellengericht. Ah, sehr schön. Das muss ich mir unbedingt merken. Klassisches Forellengericht findet man hier. Ich mache mir da mal kurz einen Screenshot von. So. Also für die Steinchen platzieren. Ah. Für den Block habe ich das jetzt gemacht. So, Steinchen habe ich platziert. Aber da bleibt immer noch die Frage. Hier ist was zu lesen. Was hat er gesagt? Tag 20 oder so? Jetzt steht hier Tag 1121. Ich habe nicht viel gefangen, aber das Wasser war nett zu mir. Und es war schön, mit meinem alten Freund Einer unterwegs zu sein. Er scheint der einzige Freund zu sein, den ich in diesen Tagen noch habe. Nach dem, was mit Sadel passiert ist. Darüber möchte ich hier wirklich nicht sprechen. Okay, das scheint aber nicht das zu sein, was ich suche.
Da ist noch was. Tag 988. I caught a prison trout. Was heißt das jetzt übersetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, er sagt es dann, also sie sagt es ihm dann so. Ach so, Moment. Einer allerdings hat, wenn ich das hier richtig verstehe, ein Misnomer gefangen. Misnomer. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Es wäre natürlich schöner, wenn man dann auch die Übersetzung vernünftig hätte. Hier ist auch noch ein Buch. Nee, Moment. 1121, das ist doch ernstiger Freund zu sein. Ja, ja, das ist das, was wir schon gelesen haben. Dann sind wir hier hochgelaufen eben. 9 Uhr, das heißt, die gehen jetzt wahrscheinlich gleich alle ins Bett. Ja, hier habe ich jetzt sonst nichts mehr gefunden. Was ist hiermit? Tag 12. The water was beautiful today. Akkord 12. Gillyfins and a radiant sunfish. Einer fing seine erste Gillyfin. Er war so entzückt, dass man hätte glauben können, er hätte einen Flohwal gefangen. War das jetzt Tag 20 oder Tag 12, was er gesagt hatte? Er gab ihm sogar einen Namen. Jill der Gillyfin. Das hätte ich einem Galdur nie zugetraut. Okay, Gillyfin. Gillyfin. Na gut. Ja, dann müssen wir das mit ihr am nächsten Tag machen, denke ich mal. Ich gehe jetzt erstmal zu Aina zurück. Gillyfin. Ich weiß nicht, ob ich mir das merken muss oder ob die das automatisch sagt. Ich denke mal, dass sie das automatisch sagt. Dass man jetzt keine Auswahl hat, sondern direkt das Richtige drin hat. Hoffe ich zumindest. Obwohl ich im Kopf hatte, dass er Tag 20 gesagt hatte. Aber egal. Es war eine 2 drin. So, einer. Hast du mein Sternchen zu seinen Landsleuten zurückgebracht? Ja, es ist jetzt bei seinen Freunden. Vielen Dank. Ich stelle fest, meine Zuneigung zu dir hat sich stark verstärkt. Bitte nimm diesen Fisch von Flo als Dank an. Möge er ein geeigneter Begleiter sein. Mein allererster seltener Fisch. Ja. Warum kann ich ihn jetzt nicht ansprechen? This chat was pleasing. Hallo? Are you here to see the froggy bucket? I shall store this conversation in my room working. Aber das war das doch, was wir rausfinden sollten. Steht jetzt nichts anderes mehr drin. Das finde ich jetzt allerdings ein bisschen komisch. Ich dachte, wir sollten ihm jetzt den Namen sagen. Sollten wir nur herausfinden, wie der heißt und ihm das dann nicht sagen oder was? Irgendwie komisch. Naja. Aber es ist jetzt auch keine Aufgabe offen. Also ich denke jetzt nicht, dass da jetzt noch irgendwas fehlt oder so. Gut, ich versuche trotzdem noch mein Bestes, aber ich gehe nicht davon aus, dass die eine noch wach ist. Ich laufe aber trotzdem noch mal eben darüber. Dann ist das Einas Höhle? Okay. Ich habe immer gedacht, dass das, ja, eine Mine, Mining, also hier, also eine Mine ist, ne, wo man dann vielleicht noch mal was rausholen kann oder so. Schade. Wirklich schade. Oh, 10.15 Uhr, das wird doch nichts, ja. Also, der Jäger ist noch wach. Hodari ist noch wach. Die ist gar nicht hier. Moment, oder ist die mit hier links? Weil da standen so zwei übereinander, die man mal wieder nicht, wo man mal wieder nichts sehen konnte. Aber ich denke mal, dass Muhodari hier drin ist, oder? Also, dass der hier drin wohnt. Ah, die ist noch wach. Die, brauchst du was? Weißt du, wie man ein Fernrohr herstellt? Ist das so eine Art Quizfrage? Ich baue eins für Cheyenne.
Puh, für eine Sekunde habe ich mir echt Sorgen gemacht. Aber wenn das so ist, zeige ich dir meine Baupläne. Also gut, alles was man braucht ist Holz, ein bisschen Silber und etwas Glas für die Linse. Ich habe das Gefühl, dass mein Verstand nachts besser funktioniert, als ob mir immer neue Ideen einfallen würden. Weißt du das? Oder vielleicht weißt du es nicht. Manche Leute denken, dass Knappweed nur eine hässliche Plage ist, aber ich habe es immer gemocht. Das Unkraut kann nichts dafür, dass es so gut wächst. Wie mit den meisten Unkrauten, ne? Komme ich denn jetzt hier durch? Yeah. Hallo Hodari, ich habe es immer noch nicht so ganz überwunden, ne? Deine Abfuhr aus der letzten Folge. Ich meine, es war in der letzten Folge. Tamala hat heute Nacht ein weiteres Schlafmittel abgegeben. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Tja. See you around, I guess. War jetzt nicht so viel Information, aber okay, dann reden wir nochmal kurz mit ihr. Steht die da rum? Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, da sind wir schneller, oder? Wenn wir da rübergehen. Auf jeden Fall müssen wir dann erstmal durch die, ja, eigentlich oben die Brücke rum. Ah ne, Brücke rum muss ich nicht unbedingt. Warum springen die eigentlich immer rückwärts? Das sieht immer so ulkig aus. Okay, die ist was weiter weg. Aber irgendwo hier ist doch der Eingang. Hier ist die Mine. Das ist aber diese eine Mine. Ich gucke da immer am Eingang, aber ich glaube, am Eingang gibt es keinen Palladium. Wie heißt das Zeug denn jetzt? Also diese spezielle Erz. Ich glaube, das ist nicht am Eingang zu finden. Ah, gut. Unten ist übrigens noch so eine Höhle, sehe ich gerade. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal eine Chest gefunden. Wenn ich mich richtig erinnere. So, 190. Die ist nicht so weit weg. Da müsste ich die doch eigentlich gleich sehen. Hallöchen. Sonst würdest du mich nicht so nah ranlassen. Ach, da ist... Oder? Doch, da ist sie doch. Hallo. What a pleasant surprise. Bist du wegen meiner Tränke zurück? Oder wegen meiner Gesellschaft? Da ich noch keine Tränke bekommen habe, wegen der Gesellschaft. Wusstest du, dass es viele Senuk in den Wäldern gibt? Ich war schon immer in den Proudhorned Senuk verliebt. Er hat einen so königlichen und majestätischen Gang. Wenn dir eine Nachtmutter über den Weg flattert, könntest du sie vielleicht für mich einfangen? Ich brauche es für einen Schlafzauber, auf den sich einige der Dorfbewohner unbedingt verlassen, um ihren Schönheitsschlaf zu bekommen. Ja, kein Thema. Ach so, ja, nee. Ach so, was war denn das? Wow, okay. Wir haben eine Schimmerflosse von ihm bekommen für 195. Und ich glaube, er hat uns auch noch Glühwürmchen zugeschickt. Krass. Zugesteckt, nicht geschickt. Steinchen platzieren. Ein Haufen, in dem einer seine glänzendsten Steinchen aufbewahrt. Hä, habe ich doch gemacht? Wieso habe ich den jetzt wieder? Hä? Okay. Get home safe, won't you? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil die habe ich ja da drauf gelegt. Aber irgendwie... die nächste dann nach rechts rum. Okay. Ja, müssen wir dann am besten in der nächsten Folge nochmal gucken. Ich meine, wir können das auch machen, wenn ich zurücklaufe, aber da ich jetzt sowieso schon mal hier bin, würde ich sagen, fahre mich jetzt hier erstmal ein bisschen. Und ja, entweder hänge ich das jetzt noch hinten dran oder ich schaue in der nächsten Folge mal, ob ich das noch platzieren kann. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.